11. März 2004. In Madrid explodieren Bomben. 191 Menschen sterben. Die Attentäter, aufgehetzt von einem islamistischen Text im Internet. 7. Juli 2005. Auch in London explodieren Bomben. 56 Menschen sterben. Die Selbstmordattentäter verabredeten sich im Internet. 31. Juli 2006. In Dortmund und Koblenz werden Kofferbomben gefunden. Die Bombenbauer fanden Anleitungen im Internet. Das Internet, missbraucht von Betrügern, Erpressern, Terroristen. Fünf, zehn oder 15 Personen mit Computern können größere Schäden anrichten als eine gut ausgerüstete Armee mit 100.000 Soldaten. Das Internet ist eben die neue Form der Kommunikation und die wird von Verbrechern genutzt. Dann die Bombe in der Hand, aber kann sie nicht entschärfen. Das Internet. Es wird als Waffe benutzt. Die Spurensuche beginnt bei mir und bei Ihnen zu Hause. Während Sie und ich nichtsahnend im Internet surfen, den Urlaub buchen oder einfach nur nach dem Wetter schauen, deponieren kriminelle Programmierer Spione in unseren Rechnern. Kleine Programme, um unsere Eingaben, Konto und Geheimnummern auszuspähen. Und noch schlimmer, durch die eingeschleusten Programme lassen sich unsere Computer fernsteuern. Über Ländergrenzen hinweg werden sie zu verbrecherischen Netzen zusammengefasst und mit Befehlen gefüttert, ohne dass Sie oder ich das merken. Unsere Computer senden elektronische Post und Daten, die wir nie geschrieben haben. Unsere Rechner dienen dazu, gewaltige Datenmengen zu verschicken. Mit ihnen werden Computernetze bombardiert, bis sie zusammenbrechen. Computersabotage, begangen aus unseren Wohnzimmern. Ganze Firmen werden so im Internet abgeschaltet. So geschehen am 2. September 2005. Während die Glocken des Stephansdoms in Wien zur ersten Morgenstunde läuten, schrillen nahe dem Wiener Flughafen die Alarmglocken beim Freizeitausrüster Head. Die Firma stellt seit mehr als 50 Jahren Ski her und Tennisschläger. Jetzt hat sie ihren Kontakt ins Internet verloren und damit zu ihren Händlern in 80 Ländern der Erde. Hier ist es an diesem Morgen vorbei mit der Fiaker-Romantik. Es ist an einem Freitag in den frühen Morgenstunden bemerkt worden, dass unsere Webpräsenz, unsere Webseite nicht mehr verfügbar ist im Internet. Wir waren 36 Stunden per Mail nicht erreichbar. Was jetzt wirklich da die Motivation dahinter war, ist natürlich schwer zu sagen. Firmenschädigung möglicherweise, Aufzeigen von Sicherheitslücken, einfach Hacker, die Spaß daran haben, Firmen zu schädigen, zu quälen, irgendetwas in diese Richtung. Angriffe im Internet. Wir treffen Axel Gembe. Er weiß genau, wie das geht. Der Programmierer, der sich Argo nennt, hatte ein besonders heimtückisches Spionageprogramm, einen Trojaner, geschrieben. Axel Gembe nannte seine Waffe Argo-Bot. Natürlich hat es auch ziemlich viel Funktionalität drin, die jetzt
halt darauf ausgelegt ist, Metzdaten mitzuhören zum Beispiel. Und ja, also es generell sich halt Informationen über das System zu verschaffen. Was natürlich in mehreren Wegen verwendet werden kann. Entweder zum Diagnostizieren von irgendwelchen Problemen oder zum Abhören von Kreditkartennummern oder sonst noch was. Also ich meine, ich kann ja Netzwerk-Traffic dann damit komplett abhören. Im Klartext, Hacker wie Argo schleichen sich mit kleinen Programmen in meinen und ihren Rechner ein. Dann machen sie mit ihm, was sie wollen. Beinahe so, als wäre es ihr eigener. Auch wenn sie am anderen Ende der Welt sitzen. Sicherheitslücken in den Betriebsprogrammen unserer Rechner machen es möglich. Seinen Trojaner Argo-Bot soll Axel Gembe einem Kriminellen in den USA zur Verfügung gestellt haben. Der soll dann amerikanische Firmen im Internet angegriffen und erpresst haben. Schaden mindestens 1,5 Millionen Euro. Den Kontakt zum Angreifer gibt Argo zu und sich sonst aber ahnungslos. An sich hatte er mir nie irgendwas mitgeteilt, was er jetzt dort mitmachen wollte. Hat sich nur halt auch interessiert drüber gezeigt. Ist das Gefährlichste Vertrauen im Internet? Ja. Es ist höchst problematisch, weil man natürlich demjenigen, mit dem man sich jetzt unterhält, ja, wenn man nicht weiß, was das für jemand ist und ob der sich jetzt irgendwie anders gibt oder sonst noch was. Das Schreiben eines Schadprogrammes ist in Deutschland nicht strafbar. Dennoch ein Jahr Haft auf Bewährung, urteilt das Amtsgericht Waldshut-Tingen am 30. November 2006 wegen Beihilfe zu Computerangriffen, der seltene Fall einer Verurteilung. Regelmäßig sind die Trojanerviren so, dass sie ihre Herkunft verschleiern. Also es ist dann nicht nachvollziehbar, von wo der jeweilige Rechner, von dem aus etwa eine Spam-Mail versendet wird, diesen Trojanervirus eingepflanzt bekommen hat, beziehungsweise von wo aus er den Befehl erhalten hat, jetzt loszuschlagen. Da verliert sich die Spur dann irgendwo in Brasilien oder Korea und da haben sie keine Chance mehr. Die Täter tatsächlich, die Hintermänner zu ermitteln, ist bisher noch nicht gelungen. Aber wir arbeiten dran. Ausgetrickst und getäuscht. Die Polizei kommt mit der Spurensuche in beschlagnahmten Rechnern kaum nach. Sie heuert Datendetektive, private Ermittler dafür an. Wir treffen einen von ihnen. Er will unerkannt bleiben. Meist verlieren die Ermittler zu viel Zeit im Wettlauf gegen die Täter. Schon beim Auswerten eines Computers. Eine normale Auswertung braucht im Durchschnitt 30 bis 40 Stunden. Das Problem ist so groß und es wird nie genug Polizei. Ich sehe in manchen Dienststellen Wartezeiten von mindestens 18 Monaten für eine Auswertung. Desaströs. Die Fahndungswerkzeuge? Zu stumpf, meinen die Ermittler. Sie würden am liebsten die Internetkriminellen mit deren eigenen Waffen bekämpfen. Es ist im Gespräch, dass eben sogenanntes staatliches Hacking auch stattfinden können soll, dass Täterrechner seinerseits oder ihrerseits infiltriert werden dürfen von den Behörden mit entsprechender Software. Die ist auch vorhanden, aber die rechtlichen Grundlagen dafür sind nicht geklärt. Es ist sehr unsicher, inwieweit das zulässig ist oder auf welcher Grundlage das zulässig ist. Staatliches Hacking, das heimliche Durchsuchen von Computern. Nicht zulässig, urteilt am 5. Februar der Bundesgerichtshof. Mit welchen Mitteln darf der Staat fahnden? Schon gibt es eine zentrale Antiterror-Datei, auf die 38 deutsche Sicherheitsbehörden zugreifen. Und jetzt noch mehr Kontrolle? Das Internet ist eben die neue Form der Kommunikation und die wird von Verbrechern genutzt. Also müssen die Strafverfolgungsbehörden auch die Möglichkeit haben, entsprechend wie bei den bisherigen Kommunikationswegen Durchsuchungen vornehmen zu können.
Der Innenminister will nun Online-Durchsuchungen gesetzlich regeln. Ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte? Oder notwendig? Es geht auch ohne staatliches Hacking. Ein Beispiel aus den Niederlanden. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol arbeiten Internetspezialisten der niederländischen Kriminalpolizei. Im Oktober 2005 lassen sie ein Netz ferngesteuerter Rechner auffliegen. Was sie sehen, schockiert sie. Zwei junge Computerfreaks kapern Millionen fremde Rechner. Firmencomputer und Wohnzimmer-PCs. Sie steuern ihr Computernetz gegen ein Unternehmen in den USA. Sie plündern Bankkonten, sie erpressen und betrügen. Wenn wir über Computerverbrechen sprechen, die es früher gab, dann waren das junge Leute, die ihre Computerkenntnisse dafür nutzten, sich gegenseitig zu bekriegen oder um anderen zu zeigen, was sie drauf haben. Dass sie sich in andere Computer einwählen, andere Computer knacken können. Jetzt aber stellen wir fest, dass diese Fähigkeiten eingesetzt werden, um Geld zu erpressen, um sich zu möglichst vielen Computern Zugang zu verschaffen. Das ist deutlich professioneller als früher. Es ist viel mehr Profi-Hacking als in der Vergangenheit. Würden Sie sagen, dass dies Teil des organisierten Verbrechens ist? Allein das Internet zu benutzen, macht es leicht, sich zu organisieren. Wir sehen, dass Leute sich sehr schnell organisieren. Genauso stellen wir fest, dass sich diese Computernetzwerke jeden Tag verändern. Dagegen ist das typische organisierte Verbrechen ziemlich starr strukturiert. Die Online-Kriminalität agiert viel flexibler. Aus dem Land der Teebäuche, wie sich die Einwohner der kleinen idyllischen Stadt Lohn ob Zand selbstironisch nennen, kam sie, die Gefahr. Der Hauptverdächtige, gerade mal 19 Jahre alt, stammt von hier, aus der Provinz Nordbrabant. Zusammengearbeitet hat er mit einem anderen Holländer, 27 Jahre alt. Weltweit agierendes Verbrechen, gesteuert vom Rande eines Provinzstädtchens. Aus einer Reihenhaussiedlung. Das Internet macht es möglich. In Den Haag sprechen wir mit dem Anwalt eines Täters. I'm quite clear of that. That is our two youngsters. Also, wenn ich das recht betrachte, dann sind das einfach zwei sehr auf Computer versessene junge Männer. Sie sind auf die dunkle Seite des Internets geraten, in die dunklen Ecken des Netzes. Dabei haben sie gar nicht bemerkt, worauf sie dazu steuern. Sie haben nicht geahnt, dass es möglich ist, so ein gewaltiges Angriffsnetz in nur wenigen Monaten aufzubauen. Für Sjord B. und Ferry K. war es kinderleicht, ihre Verbrechen im Internet zu organisieren. Mein Klient hatte den anderen Verdächtigen zuvor noch nie getroffen. Das erste Mal, dass sie sich überhaupt gesehen haben, war nach der Verhaftung vor Gericht. Die Angeklagten haben im großen Maßstab Rechner mit Hilfe von zum Teil selbstprogrammierten Trojanern infiziert und ausspioniert. Sie haben Playstations, iPods und andere Waren gekauft, mit fremder Leute Geld und Namen. Sie haben ein Unternehmen in den USA mit Computerangriffen erpresst, befindet das Landgericht Breda am 30. Januar dieses Jahres. Für Sjord B., den Hauptangeklagten, lautet das Urteil 2 Jahre Haft, davon 8 Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte 3 Jahre Haft gefordert. Davon 6 Monate auf Bewährung.
Sie geht, wie der Angeklagte auch, in Berufung. Dennoch zeigen sich die niederländischen Ermittler zufrieden mit den Möglichkeiten, die sie haben gegen Computerkriminelle. Dieses Urteil zeigt schon, dass wir genügend Möglichkeiten haben, auch juridisch gesehen. Daneben haben wir auch, von heute ab, haben wir eine ganz große Arbeitseinsatzgruppe bei der Nationalpolizei bekommen, von 30 Leuten, die da auf eine Schulung bekommen haben, auch davor studiert haben, dass sie sehr gut sind, in die ICT-Umgebung zu arbeiten, auch gegen Cybercrime. So, wir sind davon überzeugt, dass sie ständig sind, um diese Sache auch in Zukunft anzufassen. Kräfte bündeln gegen das computerisierte Verbrechen. Ein mögliches Rezept. Der Fall aus den Niederlanden, er ist einer der ersten großen. Wie viele werden weltweit noch folgen? In London erfahren wir mehr über die Dimension des Problems. Canary Wharf, im Herzen der Londoner Finanzwelt. Hier residieren die großen Banken. Und ein Unternehmen, das sich zu den Großen zählt, wenn es um die Sicherheit des Daten- und Zahlungsverkehrs geht. MI2G beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 1000 Mitarbeiter und rühmt sich der weltweit größten Datensammlung über Computerangriffe. Ein Blick auf die dunkle Seite des Internets. Wir schätzen den Schaden durch alle Arten elektronischer Attacken, also von Computer, Viren und Würmern, über das elektronische Eindringen in Internetseiten und Computer, bis hin zum Ausspionieren von Bankdaten, Versenden von unerwünschter E-Mail und erpresserischen Attacken, weltweit auf eine Größenordnung von 220 bis zu 260 Milliarden Dollar pro Jahr. Und wir alle hängen mit drin, mehr oder weniger. Manche als Opfer und viele als Mittäter, wenn auch meist als unwissende Mittäter. Wenn wir unsere Computer arglos benutzen, unsere Programme nicht aktualisieren, keine Virenschutzprogramme oder Firewalls einsetzen, und wenn wir meinen, wir könnten unseren Bekannten im weltweiten Netz unbesehen trauen. Wie heißt es? Gelegenheit macht Diebe. Sie und ich, wir sind es, die Sie einladen. Die Diebe, Betrüger und Erpresser aus dem Internet. Training the people. Being able to educate them. Die Menschen zu trainieren, sie zu unterrichten darüber, was die neuesten Gefahren sind. Warum sie etwa keinen E-Mail-Anhang öffnen, warum sie bestimmte Webseiten nicht besuchen sollen, warum sie sich keinen Videoclip über das Internet schicken lassen sollen und warum sie keine Informationen preisgeben dürfen, die Rückschlüsse zulassen auf ihren Arbeitsplatz. Sie darin zu unterrichten, ist wirklich sehr, sehr nötig. Wir nennen das Computerhygiene. Computerhygiene, ein Begriff, der Schule machen sollte. Doch auch diese Digitalhygiene kann Sicherheit nicht garantieren. Selbst Profis, die ihre Geschäfte über das Internet abwickeln, selbst sie werden Opfer. Malta. Paradies für Internetanbieter von Glücks- und Wettspielen. Dank großzügiger Gesetze und niedriger Steuern haben sich auf Malta mehr als 100 Internetcasinos und Wettbüros angesiedelt. Es fließt viel Geld durch die Datenleitungen auf der Insel. Computerkriminelle wittern hier das große Geschäft. Im Jahr 2004, während der Fußball-Europameisterschaft, schlagen sie zu. Sie bedrohen die junge Branche mit Computerangriffen, die ihre Rechner abstürzen lassen. Verschont wird nur, wer Schutzgeld zahlt.
Auch das Internet-Wettbüro MyBet erhält eine anonyme E-Mail. Zahlen Sie $15.000 oder wir attackieren Ihre Rechner. MyBet zahlt nicht. Der Angriff folgt. Und dann eine weitere E-Mail. Zahlen Sie $40.000. MyBet zahlt nicht. Die Rechner stürzen ab. Wir konnten überhaupt nichts tun, nicht mal eine E-Mail schicken. Alles war blockiert. So hatten wir für kurze Zeit keine Kommunikation mit unseren Kunden. Das kann schon einen immensen Schaden anrichten. Wenn ein Kunde sagt, das ist keine seriöse Seite, die haben sich mit unserem Geld abgesetzt oder so etwas in der Art. Der andere Schaden ist ein finanzieller. Über Stunden konnten die Angestellten nicht arbeiten. Wir mussten viel Zeit investieren, um gegen diese Verbrecher zu kämpfen. Zeit, in der wir eigentlich unserem Geschäft nachgehen sollten. Aber ganz klar, wir werden niemals Erpresser bezahlen. Wir handeln nicht mit Kriminellen. Wir kämpften bis zum Schluss und wir kamen zurück ins Netz, ohne Probleme. We fought it till the end and the site was back on the air without any problems. Ohne Probleme? Deutlich untertrieben. Allein MyBet zahlte mehr als $50.000 an Sicherheitsfirmen, um zurückzukommen ins Internetgeschäft. Maltas Lotterie- und Glücksspielaufsicht beobachtet diese Angriffe mit Sorge. Sie arbeitet eng mit den erpressten Unternehmen zusammen. Commercially, the attack cost us hundreds of thousands of euros. Wirtschaftlich gesehen kostete uns die Attacke Hunderttausende Euro. Wir schätzen, dass vor einem Spiel pro Minute bis zu 50.000 Euro zu einigen der Wettbüros transferiert werden. So betrachtet war der Angriff ein Desaster. Als Nebeneffekt dieser Attacke war das gesamte Land, war Malta, komplett getrennt vom Internet. Seither haben wir Vorsorge getroffen außerhalb der Insel, um solche Angriffe zu stoppen, bevor sie unsere Küsten erreichen. Ein ganzes Land, abgeschnitten vom Internet. Ein Schock. Und der Wettlauf zwischen Angreifern und Verteidigern geht weiter. Ein teurer Wettlauf. Um die finanzielle Bedeutung klarzumachen, etwa 35-40% unserer Einnahmen investieren wir gegen solche Angriffe. Wir sprechen von etwa 1 Million Euro im Jahr. Wer sind die Angreifer? Die Spuren der computerisierten Schutzgelderpresser führen nach Russland. Es gibt Verhaftungen. Die Drahtzieher aber bleiben, wo sie fast immer sind. Im Dunkeln. It's very difficult for such an evolved. Es ist enorm schwierig, diese neue, hochentwickelte Kriminalität anzugreifen, mit Polizeimethoden von gestern. Dennoch, die Ermittler machen einen hervorragenden Job. Aber die Verbrecher sind sehr schnell. Und unglücklicherweise ist Polizeiarbeit zwischen verschiedenen Ländern in Europa und rund um die Welt kompliziert. Aber sie ist möglich und passiert auch schon. Wir sind auf dem richtigen Weg. And we are moving towards it. Beinahe beschwörend klingt das. Wie der inständige Wunsch, dass dies alles nur ein böser Traum sein möge. Doch kriminelle Energie und Fantasie scheinen so grenzenlos zu sein wie das Internet selbst. Das Schlimmste, was passieren könnte? Der totale Ausfall des Internets, ein Internet-Blackout. Wenn ich ein Beispiel geben soll für den schlimmsten anzunehmenden Fall, wäre das meiner Meinung nach eine Attacke auf die Internetverbindung zwischen Europa und Nordamerika. Wäre die Datenmenge groß genug, könnte sie die Leitung sprengen. Die Verbindung breche zusammen. Ein Internet-Blackout? Schwer vorstellbar. Doch Experten halten auch das für möglich. Thank you.
sind in Moskau. Hier hat die organisierte Kriminalität längst das Internet als neue Einnahmequelle entdeckt. Einer der weltweit meistgesuchten Internetkriminellen ist Leonid, genannt Leo Kuwajew. Er wird beschuldigt, Kontodaten von Online-Banking-Nutzern gestohlen zu haben, um die Konten anschließend leer zu räumen. Außerdem soll er Millionen Werbemails versendet haben für gefälschte Medikamente und Computerprogramme und solche mit pornografischen Inhalten. Von dem Russen mit amerikanischem Pass existieren im Internet noch Bilder aus einem längst verlassenen Büro. Nun soll er untergetaucht sein, möglicherweise in Moskau, seiner Heimatstadt. Doch nicht nur die dunkle Seite des Internets ist hier zu Hause. 500 Menschen, im Durchschnitt nicht älter als 27 Jahre, arbeiten bei der Sicherheitssoftwarefirma Kaspersky Lab an Programmen gegen die Trojaner, Viren und Würmer der Computerhacker. Jedes Jahr entdecken sie mehr als 70.000 neue Schadprogramme. Und sie bekommen noch mehr zu tun. Schon jetzt sehen sie eine neue Welle der Computerkriminalität anrollen. For sure, there will be more and more attacks on the smartphones. Ich bin sicher, es wird mehr und mehr Angriffe geben gegen Smartphones, die neue Generation mobiler Telefone. Denn es gibt praktisch keinen Unterschied zwischen Smartphones und Computern. Sie haben genauso ein Betriebssystem, sie haben Anwendungen und können auch Zusatzprogramme laden und verwenden. Gerade jetzt finden wir immer mehr kriminelle Programme, die für die Smartphones geschrieben werden. Und immer mehr Geräte sind abhängig von Computersystemen. Wenn Sie etwa ein Auto kaufen, da sind viele kleine Computer installiert. Auch die Smart Homes, die intelligenten Häuser, werden kommen. Und alle Geräte im Haus werden dann in einem Netzwerk von einem Rechner gesteuert. Stellen Sie sich vor, die Eingangstür wird gekidnappt und Sie werden erpresst, Geld zu bezahlen, um Ihr Haus wieder verlassen zu können. Also die Zukunft wird uns eine Vielzahl neuer Schadprogramme bescheren, die für viele Geräte geschrieben sein werden, nicht nur für Computer. Mehr als die Hälfte aller Unternehmen weltweit geht davon aus, dass ihnen mehr Schaden durch die Cyberkriminalität entsteht als durch herkömmliche Straftaten. So eine aktuelle Studie. Weil Computerverbrecher grenzenlos agieren, müssen nun auch Ermittler über Ländergrenzen hinweg fahnden. Im April 2006 treffen sich im Internationalen Handelszentrum in Moskau Vertreter von 33 Staaten zur Konferenz im Kampf gegen Cyberkriminalität und Cyberterrorismus. Einen ersten bescheidenen Erfolg internationaler Zusammenarbeit präsentiert der Gastgeber gern. Когда группа преступников компьютерных заблокировала работу британских фирм. Eine Gruppe Computerkrimineller blockierte die Arbeit englischer Unternehmen. Das hatte bei diesen Firmen große Verluste zur Folge. Zudem haben diese Verbrecher von den angegriffenen Unternehmen hohe Lösegeldsummen verlangt. Gemeinsam mit unseren britischen Kollegen haben wir dann ermittelt. Es war eine enge Zusammenarbeit von Expertenteams. Sie hat schließlich dazu geführt, dass die Computergangster verhaftet werden konnten. So haben wir die Gefahr für die Unternehmen beseitigen können. Man will uns zeigen, wir in Russland tun etwas. Kreise russischer Ermittlungsbehörden spielen uns ein Video zu. Es soll belegen, wie entschieden die Fahnder gegen Computerkriminelle vorgehen. Die dokumentierte Wohnungsdurchsuchung, lässt man uns wissen, sei Teil gewesen einer groß angelegten Razzia in Moskau und Petersburg. Dabei habe man einen Ring von Computerkriminellen ausgehoben, der sich über das Internet Kreditkartendaten verschafft haben soll, um die Karten dann zu fälschen. Rund 8000 Stück. Auch bei diesem Fall habe man mit ausländischen Fahndern zusammengearbeitet. Geschädigt worden seien nämlich Banken und Kunden in England, Spanien und Deutschland.
Und was geschieht, wenn sich auch Terroristen diese Methoden zu eigen machen? Oder wenn sie aus dem Internet Wasser, Gas, Öl oder Stromversorger angreifen? Verkehrsleitsysteme, Daten- und Kommunikationsnetze attackieren, die sogenannten kritischen Infrastrukturen unserer Zivilisation. Die Sicherheit der Infrastruktur ist das Thema Nummer eins, wenn wir über Sicherheit reden. Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit der Informationsnetze, sondern es geht um die Sicherheit des Staates und der Gesellschaft überhaupt. Aber Sie werden wohl verstehen, wenn ich sage, dass dieses Thema eher etwas ist für Fachleute. Deswegen möchte ich nicht Werbung machen für diese Gefahr und vor allem auch nicht öffentlich machen, welche Methoden wir anwenden. Es ist ein wirklich ernstes Thema. Aber vielen Dank, dass Sie sich darüber Gedanken machen. Gedanken machen dürfen wir uns. Fragen stellen besser nicht. Aber es hat sie schon gegeben, Angriffe auf kritische Infrastrukturen. Wir fragen bei der deutschen Flugsicherung nach, wie sicher die jährlich rund 2,7 Millionen Flugbewegungen über Deutschland sind. Natürlich haben wir auch unsere Bedenken, wann immer wir hören, dass solche Angriffe stattfinden auf irgendwelche Computersysteme, dann werden wir natürlich auch ganz wach. Den Vorteil, den wir haben, dass unsere operationellen Systeme, also die für den Flugverkehr da sind, dass das natürlich geschlossene Kreise sind. Also wir hängen nicht irgendwo am Internet oder an irgendwelchen öffentlichen Netzen, sondern wir haben geschlossene Kreise, die natürlich auch gewisse Schnittstellen haben an die Außenwelt, aber immer nur an wiederum andere geschlossene Kreise, zum Beispiel bei den Fluggesellschaften oder am Flughafen, sodass die Sicherheit da schon sehr gewährleistet ist. Geschlossene Kreise mit Schnittstellen an die Außenwelt, aber nur an wiederum geschlossene Kreise. Und die? Haben die dann auch wieder Schnittstellen? Wie geschlossen kann heute ein System noch sein? Wir sind in der Frankfurter Börse. Hier sind die Aktien von mehr als 8.200 Unternehmen notiert. Das vollelektronische Handelssystem der deutschen Börse, Xetra, verarbeitet 400.000 Transaktionen pro Tag. Ein Interview über die Sicherheit der Datenströme? Abgelehnt. Telefonisch lässt die Pressestelle wissen, alle Systeme seien doppelt abgesichert, was immer das heißt. Die Deutsche Bank verschanzt sich hinter Glasfassaden. Wir zeigen Bilder aus dem Archiv. Drehen in Europas größtem Händlersaal dürfen wir nicht. Ein Interview? Abgelehnt. Am Telefon erklärt uns ein Sprecher, Spezialisten arbeiten rund um die Uhr an der Sicherheit. Müssen sich die Banker also rund um die Uhr sorgen? Schweigen ist Gold. Eine Währung, die Branche auch sonst schätzt. Beinahe nie sprechen Opfer über erlittene Computerangriffe. Sie fürchten Imageverlust und die Verunsicherung ihrer Kunden. Hat die grenzenlose Freiheit ein ebenso grenzenloses Sicherheitsproblem geschaffen? Wird das Internet nun, nach Betrügern und Erpressern, auch für Terroristen zum Kampffeld? Auf der Konferenz an der Moskwa wollen wir darüber sprechen. Mit der Leiterin der National High-Tech Crime Unit, einer weltweit anerkannten britischen Fahndertruppe. Doch Sharon Lemon verweigert jedes Interview. Auch Eugene Kaspersky, der Mann für sichere Computerprogramme, verstummt. Ich spreche über Cyberterrorismus nicht mit der Presse, entschuldigen Sie. Warum nicht? Ich spreche über Cyberterrorismus mit der Polizei und mit anderen Institutionen, aber nicht mit der Presse, entschuldigen Sie. Es ist also ein Problem? Ja, es ist ein Problem. Industrial computer systems, some are now wired to the internet. Von den industriellen Computersystemen sind schon jetzt einige mit dem Internet verbunden. Weitere werden folgen. Jahr für Jahr wird mehr und mehr unserer kritischen Infrastruktur, ob es Deutschland ist, Frankreich oder Großbritannien, die Vereinigten Staaten oder Japan,
wird ein Großteil der kritischen Infrastruktur der industrialisierten Welt internetabhängig. Das schließt auch Banken ein und das Finanzwesen. Wenn dieses System nicht mehr funktioniert, wenn wir keine 100 oder 200 Euro mehr aus dem Automaten ziehen können, ich meine, die meisten Menschen in Europa haben doch kaum noch Bargeld bei sich. Das muss man sich klar machen. Auch der Bankservice ist ein Teil der kritischen Infrastruktur in unserem modernen Leben. Wir sind abhängig von diesen Maschinen in der Wand. We depend on those machines in the wall. Wohin führt unsere Computerabhängigkeit? Sie ist unabänderlich Teil geworden der westlichen Art zu arbeiten und zu leben. Und genau diese Lebensart ist es, gegen die sich Terroristen wenden. Ironischerweise können sie dies nun tun mit dem vom Westen geschaffenen Internet. Eine globale Waffe, die wir ihnen in die Hand geben. Wenn wir die islamischen Internetattacken zusammenzählen oder solche, die vor einem islamischen Hintergrund gegen den Westen gerichtet waren, dann liegt die Gesamtzahl solcher Angriffe bei etwa 20-25% aller elektronischen Attacken, die wir in den vergangenen 3 Jahren erlebt haben. Das ist ein rapide wachsendes Phänomen. Das Phänomen des ideologischen Hacking, um den Islam zu bewerben als eine Lebensweise von jenen, die ein Problem haben mit unserem westlichen Lebensstil. Die Bombenanschläge in der Londoner U-Bahn und in einem Linienbus. Nach Berichten des britischen Innenministeriums und des parlamentarischen Geheimdienstausschusses hatten die 4 Attentäter keinen direkten Draht zu Al-Qaida. Sie hatten sich zu ihren Taten ganz schlicht im Internet verabredet. Auch die mutmaßlichen Attentäter von Madrid gingen online. Der Untersuchungsrichter ist der Ansicht, ein radikal-islamistischer Text im Internet habe sie zum 191-fachen Mord inspiriert. Inspiration, Anleitung, Indoktrination. Für den Terror ist das Internet längst bevorzugtes Medium der Propaganda. Videos zum Herunterladen werben für Trainingslager der Al-Qaida in Afghanistan. Selbstmordattentäter werden hier präsentiert und anschließend ihre Bombenanschläge auf die Bagdader Hotels Sheraton und Palestine im Oktober 2005. Mehr als 20 Menschen sterben. Von Terroristen gefeierte Morde im Internet. Nicht das Medium ist gefährlich. Doch welche Internetnutzer sind es? Wissen wir, mit wem wir rund um den Erdball kommunizieren? Wer ist online da draußen? Wir haben es zu tun mit Vorgängen, bei denen die Technologie des 21. Jahrhunderts Schlupflöcher findet in unserem Rechtssystem aus dem 19. Jahrhundert. Diese Technologie macht es Menschen möglich, ihre Identitäten zu fälschen und sich zu jemandem zu machen, der sie gar nicht sind. Das lässt nur den Schluss zu, dass es im Internet unmöglich ist zu wissen, ob die Person, mit der ich in Kontakt stehe, ein Mensch ist oder ein Hund. Die Anonymität im Internet, von vielen gepriesen als Segen, ist sie nicht auch sein größter Fluch? Bei jedem, der einen Computer hat oder sich mit einem Computer ins Internet verbindet, müssen wir bedenken, dass er ein elektronisches Gewehr hat. Und er kann dieses elektronische Gewehr abfeuern und viel Schaden anrichten. Es ist eher noch ein Maschinengewehr, weil er vielen Menschen rund um die Erde Schaden zufügen kann. Also wenn nun einer eine solch mächtige Waffe in seinen Händen hält, dann müssen wir erkennen, dass er wohl einen Waffenschein benötigt oder einen Führerschein. In der Zukunft muss es einen Computerschein geben. Außerdem sollten zukünftige Computer ihre Benutzer identifizieren können, etwa über Spracherkennung, über einen Augenscan oder Handabdruck, kontrollieren können, ob der Benutzer tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt. Zusätzlich muss es Passwörter geben und eine persönliche Smartcard. Something that the person carries, like an electronic smart card.
Lässt sich das Internet sicher machen? Lässt es sich kontrollieren? Schon bald wird es 1 Milliarde Personal Computer auf der Erde geben. Wollen wir mehr Kontrolle? Wer sollte sie ausüben? Die Diskussion darum ist entbrannt. Schon beschneiden Gesetze Informations- und Meinungsfreiheit sowie Persönlichkeitsrechte. Der Tausch grenzenloser Freiheit gegen mehr Sicherheit. Das könnte der Preis sein, den wir zahlen. Vielleicht wäre das aber auch unsere bitterste Niederlage im Kampf gegen die unheimlichen Herrscher des Internets. What we are seeing is that it is possible to carry out a blended attack. Wir halten es für möglich, dass ein kombinierter Anschlag ausgeführt wird. Da gibt es eine Explosion im Stadtzentrum, etwa von Frankfurt oder Paris, London oder Madrid. Und diese Explosion wird praktisch zeitgleich begleitet von einem Zusammenbruch der Mobilfunkstationen in diesem Gebiet. Diese Angriffe werden uns paralysieren. Die Menschen werden durch die Bombenexplosion sterben. Und viele andere könnten gerettet werden, aber sie können nicht gerettet werden, weil die Notfalldienste und das gesamte Kommunikationsnetz im betroffenen Gebiet ausfallen. Wegen eines elektronischen Angriffs zur gleichen Zeit. Das ist eine der zukünftigen Möglichkeiten, ein Angriff auf die kritische Infrastruktur. One of the possibilities for the future, an attack on critical economic infrastructure. Bombenanschläge, kombiniert ausgeführt mit Computerattacken gegen die Lebensadern unserer Zivilisation. Nur Horrorszenario oder bald Wirklichkeit? Wie wollen wir uns schützen? Heute müssen wir entscheiden. Denn es kann passieren. Vielleicht schon morgen.